Ja, guten Morgen allerseits. Ich habe letztes Mal und vorletztes Mal unser Wissen, oder das, was ich erzählt habe, über das C, über das Programmieren, versucht ein wenig einzusetzen. Erst bei der Listenverarbeitung und beim Sortieren. Und ich habe da versucht, Ihnen ja auch so ein paar Standard-Algorithmen, wäre ja ist schon fast ein bisschen viel gesagt, so einfach wie die Beispiele es waren, aber so ein paar Verhaltensweisen oder Programmierweisen zu zeigen, wie man bestimmte Probleme, zum Beispiel die Listenverarbeitung oder das Absuchen von einem Baum, wie man das löst. Und wir haben dann auch über das objektorientierte Programmieren gesprochen. Und das objektorientierte Programmieren ist auch so eine Standardvorgehensweise, sagen wir mal, um mit Entitäten, oh, das ist jetzt ein komischer Ausdruck, Dingen oder Personen des täglichen Lebens oder des Berufslebens, unserer Welt umzugehen in der Informatik. Ja, wir haben dann ja diese Objekte um Strukturen herum definiert, zu dem Objekt, zu der eigentlichen Datenstruktur, die Eigenschaften des Gegenstandes beschreibt oder der Person beschreibt, dann auch die Art, damit umzugehen, dazu kommt, diese Methoden, die Messages, die wir dem Objekt schicken. Wir sagen also so einer Datenstruktur, verkürzt gesagt, häng dich mal an den Zug an, unserer Datenstruktur Güterwagen, beziehungsweise wir sagen dem Zug, häng mal einen weiteren Wagen, den ich dir hier mitgebe, an dich an. Das war das eigentliche Semantik von diesem Fahrzeug. Wo war es denn? Das Ad. Hier oben. Ne? Auf diese Weise haben wir jetzt diesem Objekt, dieser Datenstruktur, die auch noch ein paar Methoden hat, wie man mit der Datenstruktur umgeht oder wie die Datenstruktur mit sich selber umgeht, da haben wir einen Weg eingebaut oder eine Methode eingebaut, mit der sie sich selbst verlängern kann, die Daten, diese Liste, die hier in dieser Datenstruktur eingebaut ist. Also es ist auch wieder so eine Art, mit einem Problem umzugehen oder mit einer Aufgabe umzugehen. Problem, da ist immer diese negative Konnotation dabei. Eigentlich meine ich ja nur, dass es eine Aufgabe ist, die wir lösen, und das Wissen um die Lösung ist beim objektorientierten Programmieren in dem Objekt selber, in der Datenstruktur mit den zugehörigen Methoden eingebaut. Ich habe dann ein wenig über Frameworks gesprochen, so ganz am Ende der letzten Stunde. Und Frameworks, das sind Sammlungen für die Betriebssysteme oder auch andere Softwaresysteme, mit denen wir programmieren können, die zur Verfügung stellen, um mit speziellen Dingen umzugehen. Also mit den spezifischen Leistungen, die durch dieses System bereitgestellt werden. Das kann Grafik-Toolbox sein, das kann ein Dateisystem sein, das kann ein Ausgabegerät sein, eine Kamera oder ein spezielleres Ausgabesystem, Mischpult oder sowas. Da kommen dann eben ein paar Objekte mit, die man mit ihren Methoden bearbeiten kann. Die werden zusammengefasst in so einer Gruppe. Und das ist dann eben das Framework, um mit der Kamera umzugehen. Eine Menge von Klassen. Und wir können dann diese Klassen, die dann mit der Kamera kommen, nehmen und für unsere eigenen Zwecke erweitern. Vielleicht wollen wir eine Türsprechanlage oder sowas bauen damit. Und dann würden wir das erweitern. Unsere eigenen Klassen also machen.
aus diesen Klassen des Frameworks, die es da gibt. Und wir würden unter anderem auch ein paar vorgegebene Methoden überschreiben, und diese vorgegebenen Methoden, die natürlich auch wieder ihre, das sehen wir ja aus der, in der Klasse, was die für Methoden hat, welche wir da überschreiben würden, da würden wir dann die zusätzliche Funktionalität, die wir uns wünschen, für unsere neue Klasse, die wir in unserer Software brauchen, die würden wir dann da hineinstecken. Und das meine ich hiermit, der Programmierer füllt vorgegebene Funktionen, Methoden. Ja, da habe ich so ein paar Beispiele erzählt, und hier unter anderem auch für das Next Step die normalen Frameworks für den Umgang mit Daten, oder das normale Framework für den Umgang mit Daten, zum Beispiel in Arrays oder mit Strings. So, was ich jetzt, da haben wir letztes Mal aufgehört an dieser Stelle, was ich jetzt noch besprechen möchte, das sind die Patterns. Patterns, also wörtlich übersetzt heißt es ja, ist das ja sowas wie Muster. Und der Begriff Design Patterns, der stammt aus diesem, oder zumindest maßgeblich, aus diesem Buch Design Patterns, Elements of Reusable Software und so weiter. Das hat 4 Autoren, dieses Buch. Ich glaube, einer davon heißt Germa oder so. Ich habe mir aber nicht alle 4 gemerkt. Die nennt man auch gar nicht beim Namen, sondern da gibt es diesen Begriff Gang of 4, die 4 eben, die dieses Buch geschrieben haben. Und die haben da drin Arten, Muster vorgeschlagen, wie man Dinge, die man mit Objekten gerne macht, sicher erledigen kann. Das ist also so eine Art Kochrezeptbuch. Und wenn man das aufschlägt, das ist auch, da gibt es ein Anfangskapitel, wo es so ein bisschen Überblick und Philosophie gibt. Und dann gibt es Kapitel für typische, sagen wir mal, Aufgabenstrukturen, Problemstrukturen, jeweils 1. Man muss auch nicht alle Kapitel in diesem Buch lesen, um es zu verstehen. Es reicht, wenn man das jeweilige Kapitel von der Aufgabe, die man lösen muss, wenn man sich das anschaut. Das erste Kapitel muss man lesen, weil da so ein bisschen die Semantik der Beschreibung erzählt ist, was die einzelnen Unterkapitel, die dann in jedem von diesen Pattern-Kapiteln vorkommen, wie man das zu verstehen hat, was das bedeutet. Also es geht um Lösungen für typische Problemstrukturen des objektorientierten Programmierens. Und die sind wiederverwendbar gemacht. Sie schauen sich das also an, lassen sich davon eher inspirieren. Ich meine, das ist genauso wie ein Kochrezept. Das kann man schon modifizieren, wenn man sich ans Wesentliche hält. Und natürlich, wenn Sie einen Kuchen backen, dann wird Ihr Backofen ein bisschen anders funktionieren als der da im Kochbuch. Und Sie haben vielleicht auch mal nicht diese Zutat, sondern Sie verwenden eine andere. Dann schmeckt der Kuchen vielleicht ein bisschen anders. Aber wenn Sie sich einigermaßen ans Rezept halten, dann funktioniert's. Natürlich braucht man auch noch ein bisschen Fertigkeiten, dass man sowas vernünftig einsetzen kann. Es reicht nicht, dass man es einfach nur blind übernimmt, beziehungsweise das wird meistens an irgendwas scheitern, das blinde Übernehmen. Das sind Best Practices also oder Rezepte. Da geht es um Datenstrukturen, Anlegen, Benutzen, Erzeugen und so weiter, Algorithmen, algorithmische Komponenten, die man immer wieder braucht. Dazu gehört aber auch Prozesskommunikation, was Prozesse sind und so, das wollen wir im weiteren Verlauf des heutigen Tages auch noch kennenlernen. Ein ganz berühmtes Pattern, was es auch schon vorher gab und was in diesem Buch auch wieder aufgegriffen wird, ist dieses Model View Controller Pattern.
Das ist ein Pattern für User Interfaces. Für die Art, wie man das Interface zum Benutzer vernünftig konstruieren kann. Da gibt es einmal das sogenannte Model. Das ist die erste Komponente von diesem MVC-Pattern. In dem Model stecken Daten drin natürlich und das Verhalten der Daten. Und hier wird das, was wir, mit dem wir umgehen wollen, modelliert. Das ist, wenn Sie so wollen, in der Mitte von unseren allerersten C-Programmierversuchen, das, was wir da Verarbeitung genannt haben. Aber naja, ist natürlich schon hier deutlich anders und wird anders gesehen, aber nur um ein ganz, ganz einfaches Beispiel zu geben. Also in dem Model, da wird die Application Domain, also unser Anwendungsgebiet, modelliert mit A, Datenstrukturen und B, Verhalten. Und dann gibt es als nächstes die View da drauf. Die View, die schaut sich das Model zyklisch an und zeigt, na, muss nicht zyklisch sein, aber sagen wir mal, schaut sich an und zeigt den Zustand des Modells an, sodass wir auf dem Bildschirm oder auf dem Drucker oder sonst wo, sodass wir Menschen es angucken können. Begriffe dazu, Display ist natürlich das hier unten und Rendern ist das, was grafische Algorithmen mit unseren Daten hier drin, was sie da machen. Das Modell wird angezeigt, erstens für uns zum Konsumieren, zum Anschauen und zweitens eventuell auch zum Interagieren, zum was machen, um Daten einzugeben, Daten zu verändern. Und diese Interaktion, die geht dann, wenn wir also was machen auf dieser Darstellung, dann bekommt das der Controller, der auf Events haben wir schon diskutiert beim JavaScript, Events holen wir sozusagen ab mit dem ScanF oder in Frameworks bekommen wir die Events geliefert. In Methoden, die wir überschreiben, erweitern, die wir füllen. Ja, nachrichtenbasiert ist ja genau das als Messages zu bekommen. Und das Interface, das Auswerten der Benutzungsaktionen auf dem angezeigten Modell, auf der View, die wir auf das Modell haben, das reagiert, diese Events, die da kommen, die nimmt der Controller und füttert die dann in das Modell hinein, steckt die in das Modell hinein, benutzt diese Events, um das Modell hier oben zu verändern. Wir haben also, ja, so wie ich das hier auch gesagt hatte, bei unserem Web 2.0 Beispiel, wir haben das Modell hier in der Dokumentenstruktur und in der Script Engine drin. Wir haben den Renderer, das ist die View, und wir haben die Interaktionskomponente, das sind dann die Controller und noch ein paar Funktionen hier drin. Das alles zusammen gibt dann Model, View, Controller. Und das ist die Art, wie heutzutage User Interfaces auf Smartphones, auf Pads, fast allen Notebook-Betriebssystemen, wie man sowas modern macht. Also modern im Sinne von, da gibt es Knöpfe, auf die man drücken kann, Menüs, die man auswählen kann, die stecken hier drin und hier drin natürlich. Und dann die eigentliche Beschreibung der Objekte, mit denen sie umgehen, die in dem Model drin stecken. Model,
View zum Anzeigen. Und das Anzeigen, das kann entweder mit dem sein, was Sie programmieren. Vielleicht ist es aber auch gar nicht. Vielleicht legen wir das auf eine Art bereit, die dann eine vorfabrizierte View-Komponenten einfach benutzen können, die vom Betriebssystem bereitgestellt werden. Oder vom Framework, um das ein bisschen präziser auszudrücken, bereitgestellt werden. Also dieses Model View Controller, das finden Sie in ganz vielen Dokumentationen von Betriebssystemen, Dokumentationen von Frameworks, die eine User Interface präsentieren, und Sie finden es insbesondere auch in solchen Patternbüchern und hier natürlich auch in diesem Gänger Vorbuch. Es gibt aber noch weitere, ich habe ja gesagt, das sind so 17 oder 20 oder 19, ich weiß es nicht mehr so genau, Patterns, die da drin stecken. Da gibt es welche, um Objekte zu erzeugen auf systematische Art, immer dann, wenn man sie braucht. Klar, wir haben gesehen, wir können einfach new hinschreiben und initialisieren und dann haben wir das Ding. So einfach ist der Fall nicht immer, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt in unserem Programm wir solche neuen Objekte machen müssen, erzeugen müssen. Hier unten beim Singleton, da haben wir einen Spezialfall, da müssen wir vorsichtig sein. Der Singleton, der soll, das ist für Objekte, die wir erzeugen müssen, irgendwann, von denen wir aber nur genau eins haben dürfen. Wir dürfen also Singletons, da ist die Menge von Elementen von diesem Typ eben genau eins. Im speziellen Fall bei uns, es darf nur eine einzige Instanz geben. Und dann dieses Singleton-Pattern, das können Sie dann auch, wenn Sie es mal brauchen, in diesem GoF-Buch, Gänger-Vorbuch, nachlesen. Das zum Beispiel beim parallelen Programmieren wird das benutzt, wenn Sie also auf ein Objekt von verschiedenen Programmen aus zugreifen müssen, dann brauchen Sie ein Objekt, das diesen Zugriff bewacht, das sagt, okay, ich habe das jetzt reserviert, dieses Kommunikationsobjekt, in das mehrere zugreifen wollen, die aber nicht gleichzeitig zugreifen dürfen, um es durcheinander zu bringen. Und dieser Begriff kapselt gemeinsam genutzte Ressource ist genau das. Ein primitives Beispiel für so etwas ist, wir haben verschiedene Zahlungsprozesse in der Bank, aber so ein Konto, auf dem dürfen nicht gleichzeitig zwei arbeiten, sondern die müssen hintereinander arbeiten. Wenn wir gleichzeitig zwei aufs Konto zugreifen würden, dann könnten wir sowas haben wie hier, das ist der Prozess 1, läuft auf dem Computer A, sagen wir besser gleich PC A und PC B und hier in der Mitte gibt es das Konto und es steht auf 5000 Euro oder 500 Euro, egal. Und jetzt liest der hier den Kontostand, 500, dann denkt er ein bisschen nach und macht was. Und dann denkt er sich, da müssen wir jetzt 300 Euro abziehen. 500 minus 300 gibt 200. Und dann schreibt er hierhin 200 zurück als Kontostand. Soweit, so gut. Jetzt kommt aber der andere. Wir teilen jetzt mal hier die Zeit so in Abschnitte ein. So. Jetzt kommt der andere, der liest auch den Kontostand hier zu diesem Zeitpunkt, ein bisschen später, denkt sich auf das Konto, da muss jetzt eine Überweisung drauf kommen, sagen wir mal 1000 Euro. Dann ist der neue Stand 1500 Euro und er schreibt es hier zurück, dann steht hier 1500.
bis der hier seine Buchung zurückschreibt. Und dann stehen nur wieder 200 Euro auf dem Konto und Ihnen sind 1000 Euro verloren gegangen. Genau so ein Problem beim parallelen Zugriff auf eine Ressource, die müssen wir sichern. Das heißt, der hier, der muss, bevor er sich das liest, und der hier auch, sozusagen das Recht holen, das zu dürfen. Und sowas macht man mit so einem Singleton-Pattern. Wir fragen also einen zentralen Controller, gib mir mal das Zugangsrecht. Und sobald dieses Zugangsrecht existiert, der zentrale Controller uns das gegeben hat, darf kein anderer das hier machen. Also dieses Lesen hier, das wird unterbunden. Und das hier natürlich auch das Schreiben, wenn der hier sich das Recht besorgt hat. Wenn also zwei Programme, Prozesse übers Netzwerk oder direkt in einem Computer um den Zugriff auf ein anderes Objekt, das nur einfach genutzt werden kann, konkurrierend zugreifen. Und ich habe das hier aufgeschrieben. Wir haben also hier diese Klassenmethode, um ein Singleton zu machen. Falls es diesen Shared Singleton noch nicht gibt, hier, if Shared Singleton equals null, dann machen wir einen, indem wir ihn die Superklasse, die da drüber ist, das ist einfach ein Objekt, da braucht man dann gar nicht mehr viel, allozieren, initialisieren und zurückgeben. Und wir brauchen nicht mal die Methode zu überschreiben. Und dann haben wir diesen Shared Singleton gemacht und der Fall ist erledigt. Und andernfalls geben wir ihn einfach zurück, hier diesen da oben zurück, diesen Singleton. Ein ganz einfaches Pattern, was man benutzt, um Objekte genau einmal zu erzeugen. Natürlich braucht es auch eine Routine, den wieder freizugeben. Hier unten kommen noch ein paar. Aber das ist so ein, ich wollte Ihnen mal ein Beispiel für so ein Pattern geben. Und das hier ist ein nützliches, wenn man parallel programmiert. Ja, es gibt noch weitere Creational Patterns, der Singleton gehört dazu. Zum Beispiel dieses Factory oder den Object Pool, wo Sie sich schon mal ein paar Objekte immer vorhalten. Dieser Object Pool ist auch ganz interessant. Wir stellen sicher, dass wir, wenn wir ein überraschendes Ereignis erhalten, dass wir nicht erst aufwendig das Objekt machen müssen und vielleicht das Problem haben, dass wir keins mehr kriegen, weil wir schon so viel Speicher verbraucht haben oder sonstige Probleme, die beim Anlegen von einem Objekt passieren können. Und diese Object Pool, da haben wir schon immer mal welche bereitgelegt. Und wenn der Moment kommt, dass wir schnell ein weiteres Objekt brauchen, dann können wir hier eins zurückgeben. Natürlich würde der Pool dann auch irgendwann leer laufen, aber da müssen wir noch dafür sorgen, dass wenn wir mal Zeit haben zwischendrin im Programm, dass wir dann wieder ein paar weitere Objekte besorgen. Das kann ja eventuell aufwendig sein. Oder dass wir mal wieder den Speicher kompaktieren, sodass wir wieder ein paar Objekte machen können. Aber sowas Längliches wie Speicher kompaktieren, das kann man beim normalen Allozieren, wenn von außen ein Ereignis kommt oder sowas, eben nicht mehr machen. Dafür gibt es so ein Object Pool Pattern. Und die anderen, die haben auch ihre besonderen Eigenschaften, die für typische Aufgaben im täglichen Leben des objektorientierten Programmierers nützlich sind. Dann habe ich hier noch ein paar weitere aufgeschrieben, Structural Patterns, die man benutzen kann, um Objekte und ihre Beziehungen vernünftig zu organisieren. Da gibt es zum Beispiel dieses Bridge oder den Adapter, mit dem man Objekte, die eigentlich für was anderes gedacht sind, zugänglich machen kann, Objekte zusammenfassen, hier Composite und Aggregate.
Und auch sowas wie Proxy oder Fassade gehören dazu. Fassade zum Verkleiden von Objekten, die komplex zu benutzen sind, sodass sie einfacher zu benutzen sind, eventuell unter Verlust von Funktionalität, die wir in einem speziellen Fall vielleicht nicht brauchen. Also um uns, sagen wir mal, ein einfacheres Fenster oder einfachere Windows zu machen, Menüs zu machen, die zwar nicht so viel leisten, aber für unseren Zweck ausreichen und die Bedienung von unserem Programm aus einfacher machen. Der nächste Absatz hier sind Behavioral Patterns. Da gibt es eines, das ich hier auch noch besonders erwähnen möchte, das ist dieses Chain of Responsibility. Wenn Sie ein Objekt haben, das von außen ein Ereignis bekommt, dann wird sich dieses Objekt, naja, da kommt ein Ereignis und dann muss sich zunächst mal das Objekt fragen, das Objekt in Ihrem Programm drin fragen, ist dieses Ereignis überhaupt für mich gedacht? Sie können sich vielleicht vorstellen, dass wir auf dem Bildschirm mehrere Fenster haben, die sich so überlappen. Und jetzt gibt es hier irgendwo auf dem Bildschirm einen Klick. Die Maus steht hier zum Beispiel. So, und der Benutzer drückt auf die Maustaste. Jetzt muss der gefunden werden, das hier sei der ganze Bildschirm. Jetzt muss das Objekt gefunden werden, das zuständig ist. Der den Event empfängt, schickt uns mal dem Objekt, das hier für dieses Fenster zuständig ist, diesem Fenster, dem schickt er den Event. Und dieses Fenster bekommt also die Nachricht, da hat es einen Klick gegeben, mach was, wenn es für dich ist, und sonst gibt es weiter. Der hier stellt fest, ne, der liegt nicht, der Klick hier, der Mauszeiger ist da drüben, die Koordinaten, wo der Klick stattgefunden hat, ist nicht für mich. Ich gebe es mal ans nächste Fenster weiter. Gibt es an das Fenster weiter, der überlegt sich, nein, ist nicht meins. Der gibt es an das Fenster, der überlegt sich auch, ist nicht meins. Und dann gibt er das ans letzte Fenster hier, der Bildschirmhintergrund. Und der denkt sich, oh, okay, das ist meins. Und wenn wir die Maus bewegen und wieder klicken, ja, das ist eine Quietschkreide, dann kriegt wieder der hier das Event, den Mausklick, beschließt, nein, ist nicht meins, gibt es einen nächsten. Und der beschließt, das ist meins, da muss ich jetzt was mitmachen. Zum Beispiel einen Buchstaben selektieren, der da bei mir drin steht. Vielleicht gibt das aber auch nur weiter, aha, das ist meins, ich muss jetzt also diesen Event weitergeben an die Elemente, die in meinem Fenster drin stecken, und dann wird das wieder durch so eine Liste weitergereicht. Chain of Responsibility. Wir erhalten ein Event und überlegen uns, ob wir ihn verarbeiten sollen. Wenn ja, dann machen wir das. Wenn nein, geben wir das Ding weiter an den Nächsten. Ein Pattern, das einem ziemlich sicher über den Weg läuft, wenn man User Interfaces programmiert. Also etwas schöner ausgeprägte User Interfaces programmiert mit Fenstern und solchen Dingen. Dann gibt es noch Observer, ein Observer-Pattern, mit dem man sich für Events registrieren kann. Die kommen bei einem vorbei, man entscheidet, ob man was unternehmen will, aber es kann auch sein, dass andere dieses Pattern auch noch bearbeiten wollen. Und das ist ein Publish-Subscribe-Mechanismus. Oder der Iterator. Als letztes möchte ich hier noch die Concurrency Patterns erwähnen. Da geht es um paralleles Programmieren wieder. Das ist etwas, was wir hier im Rahmen der Übung dieser Vorlesung
nicht vertiefen wollen, diese Parallelen, das parallele Programmieren. Ich möchte Sie aber darauf hinweisen, da gibt es also so etwas wie, wir werden es gleich auch noch im nächsten Kapitel betrachten, so etwas wie Threads, also es geht um gleichzeitige Ausführung, konkurrierende Ausführung auf mehreren PCs oder vielleicht in den vielen Kernen, 2, 4 oder noch mehr Kernen ihres Laptops oder auch solche, sowas wie ein iPad oder so ähnlich, so ein modernes hat glaube ich auch schon 4 Kerne da innen drin im Prozessor und natürlich müssen, damit die auch was zu tun haben, die Programme parallel auf diesen vielen Kernen ablaufen, sonst würden die ja nicht viel nutzen. Das heißt, wir müssen diese Parallelität organisieren. Da muss es Threads geben, also solche Programme, die da laufen auf den einzelnen Kernen, die zum Beispiel etwas produzieren und andere, die das dann, das was die bereitlegen, die Aufgaben, die bereitlegen, konsumieren, bearbeiten und dann einen Dritten weitergeben, der die dann anzeigt. Vielleicht ist es auch so, dass wir unser Model View Controller auf diese Weise auf verschiedene Threads aufteilen, sodass die parallel bearbeitet werden können. Ja, und um solche Concurrency Patterns zu organisieren, gibt es das, was ich hier hingeschrieben habe, den Monitor, so Leader Follower Patterns und so weiter. Um das jetzt hier, all diese Patterns, gerade bei den Concurrency Patterns, die verdienen es natürlich, dass man sie intensiver diskutiert, aber dann wird es auch länger und man muss da viel zu üben. Deshalb möchte ich Sie an dieser Stelle nur darauf hinweisen, dass es sowas gibt. Wir haben dann auch noch Vorlesungen, in denen wir uns sowas anschauen. Allerdings ist eben nicht in dieser Vorlesung. Wenn Sie mal solche parallelen Aufgaben zu programmieren haben, wenn das passiert zum Beispiel, wenn Sie anspruchsvolle Probleme, die viel Rechenzeit brauchen, lösen wollen, denn dann will man natürlich parallelisieren, dann empfehle ich Ihnen, damit es sicher wird, dass Sie sich solche Concurrency Patterns in dem Gang of Four Book anschauen. Wenn Sie das echte Programmierproblem haben, dass Sie parallel arbeiten müssen, dann werden Sie auch gleich sehen, welche von diesen Konzepten Sie da brauchen können, denn die helfen Ihnen gerade beim Organisieren von Parallelität. Und Parallelprogrammieren ist die Königsdisziplin des Programmierens. Das ist besonders schwierig. Das ist eigentlich etwas, was ich immer interessant und fast ein bisschen paradox finde. Unser Gehirn ist ja ein super paralleles Rechengerät. Da werden ganz viele Sachen parallel erledigt. Ich kann ja hier rumlaufen und hantieren und sprechen und gucken und all solche Sachen gleichzeitig. Ich falle nicht um. Dazu braucht es ja auch eine ganze Menge Motorik und Kontrolle, dass ich auf meinen Beinen stehen bleibe. Die Muskeln müssen die ganze Zeit angesprochen werden, während ich plaudere und auch noch über das, was ich hier erzähle, nachdenke, zwischendurch ein paar Sachen lese und so weiter. Also unser super hochparalleles Gehirn kann viel einfacher, viel leichter sequentielle Dinge programmieren, als solche parallelen Algorithmen programmieren. Aber das gehört eigentlich nicht zum Lernstoff, sondern es ist was mir immer mal wieder auffällt, worüber ich mich ein wenig wundere. Ist aber wahrscheinlich keine Aufgabe, die ich als Informatiker lösen kann. Da muss man sich mehr so im Schnittgebiet zwischen Informatik und Medizin bewegen. Nun gut, hier unten steht zum Beispiel auch noch ein Scheduler. Das wird uns gleich wieder begegnen im Kapitel Betriebssysteme, wenn wir darüber sprechen, welches Programm denn jetzt zur Ausführung gebracht werden soll.
Oder Threadpool, das ist sowas wie so ein Object Pool von den Creational Patterns, die wir eben hatten. Ein Threadpool, das ist zum Beispiel was ein Webserver gebrauchen kann. Ja, der Webserver, der bekommt von draußen, von den Benutzern im Internet, GET-Requests. Ich möchte bitte dieses HTML-Dokument haben, ich möchte bitte jenes HTML-Dokument haben. Und wenn das ein Webserver ist, der bekannt und beliebt ist, dann kriegt der hunderte von Anfragen pro Sekunde. Und diese hunderte von Anfragen pro Sekunde, jedes Mal, wenn eine Anfrage kommt, dann kann er nicht einen neuen Thread machen, der Webserver, sondern da wird er zum Beispiel auch versuchen wollen, vorhandene Threads, die er sich bereitgelegt hat, zu benutzen, um die Anfrage zu bearbeiten. Und den Thread, wenn der dann eine Anfrage bearbeitet hat in so einem Webserver, wieder in den Pool zurückpacken, um ihn dann wiederverwenden zu können. Später mal, wenn eine weitere Anfrage kommt. Naja, eine Sekunde später vielleicht. Also die aufwendige Arbeit, einen Thread zu generieren, zu ersetzen, indem man so einen Threadpool bereitliegen hat und jedes Mal, wenn man einen braucht, da reingreift, den benutzt und dann wieder zurücklegt. Sowas gibt es zum Beispiel hier drin. Ja, ich habe jetzt in den vergangenen paar Stunden über Objekte gesprochen, über Patterns und eigentlich war diese Listenverarbeitung, die ich da diskutiert habe, auch schon ein Pattern. Und in demselben Sinne war auch der Stack und die Warteschlange, über die wir gesprochen haben, waren das Patterns. Das waren Anwendungen und vom Programmieren, von dem, was wir in den Kapiteln vorher, Sequenzialisierung und so weiter, besprochen haben. Ich möchte jetzt ein neues Kapitel anfangen, das heißt Betriebssysteme. Das Kapitel wird gar nicht so furchtbar groß sein. Wir werden uns diese Woche damit beschäftigen und nächste Woche noch ein bisschen. Am Ende dieses Kapitels wollen wir aber noch mal ein bisschen was programmieren, und zwar eine App. Eine App hier für die Vorlesung. Im Rahmen der Vorlesung. Eine kleine App machen, und ich glaube, so kurz nach Weihnachten gibt es dann auch noch Übungen zum Thema Apps. Also Apps programmieren, auch wieder was Einfaches. Ich habe das, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, die MyTU-App ist auch entstanden aus dieser Vorlesung raus. Da saßen ein paar Studenten vor 2 Jahren drin und haben sich überlegt, sie wollen auf ihrem iPod Touch den Mensa-Plan angucken, weil sie sich schon mal freuen möchten auf das, was es da zu essen gibt, während sie sich noch mal eine Vorlesung anhören müssen. Oder ob sie es überhaupt lohnt, noch in die Mensa zu rennen, wie die Vergifteten, um da hinzukommen und zu finden, dass es auch nur einen Topf noch gibt. Also diese App, die ist im Rahmen die MyTU hat angefangen in dieser Vorlesung. Und die Studenten haben da als Hilfskräfte bei uns gearbeitet. Wir haben noch ein bisschen Geld gefunden dafür und so ist das dann entstanden und erweitert worden. Und ich möchte Ihnen noch im Kapitel Betriebssysteme ein paar Grundlagen beibringen, um dann das spezifisch beim iOS noch anzugucken, damit wir, nachdem wir dieses Betriebssystem iOS anschauen, dann gehen Ende irgendwann dieses Kapitels, irgendwann nächste Woche, also nächsten Dienstag, mal eine klitzekleine App selber machen können hier, um dann vielleicht in den Übungen noch eine größere App zu bekommen. Einer der Studenten aus dem letzten Jahr, der hat, glaube ich, auch mal so eine Art Tetris programmiert. 2 Studenten eigentlich, am Ende des Semesters in den Übungen.
Also so ein, das war so ein verteiltes Tetris, was er da programmiert hat. Da nimmt man zwei solche iPhones oder iPod Touches und spielt sozusagen gegeneinander Tetris. Leider ist dieser Name geschützt. Er kann das, dieses Tetris, wie er es genannt hat, nicht in den App Store packen. Dann gibt es gleich Ärger mit der Firma, der dieser Name und das Spielkonzept gehört. Ja. Als erstes möchte ich sagen, was ist ein Betriebssystem? Das Betriebssystem, das ist eine Sammlung von Software, Komponenten, das sind ganz hardware-nahe Sachen stecken da drin, um mit der Hardware des Computers umgehen zu können. Und das wird dann so nach oben hin, zum Programmierer hin, abstrakter. Also auf der alleruntersten Ebene gibt es solche Sachen wie, wir nehmen das, was im Register AX steht, wobei Sie nicht nur notwendigerweise jetzt wissen, was ein Register ist, wir nehmen das, was da in irgendwelchen Transistoren drinsteht, binär drinsteht, ein paar von den Transistoren hier und schreiben das an diese Adresse, OUT3F8, hexadezimal. Naja, früher bei älteren PCs hätte das bewirkt, dass wir hier holen wir was aus dem Speicher, packen es ins AX, hier nehmen wir das aus dem AX und schreiben es auf die serielle Schnittstelle. Und das war das mal. Und wenn an dieser seriellen Schnittstelle ein Drucker angeschlossen ist, hier ist es was Ähnliches, wir nehmen den Buchstaben und schreiben ihn hier hin, das ist jetzt schon ein bisschen abstrakter, wir benutzen immerhin eine Variable hier, schreiben das hier hin. Naja, wenn da ein Drucker angeschlossen ist, hier unten, da an dieser Hardware oder hier ein Drucker angeschlossen ist, an diese Adresse im Speicher, dann würde das ein Printf bewirken. Aber hier stehen ein paar Sachen drin, die der normale Programmierer schon überhaupt nicht mehr sieht. Insbesondere diese lustige Adresse hier. Natürlich könnten wir jetzt in jedem unserer Programme, das wir schreiben, diese Adresse hier so reinstecken, 3F8. Aber das würde voraussetzen, dass dieser Drucker immer hier bei dieser Adresse angeschlossen ist. Und sobald das mal nicht ist, wird unser Programm nicht mehr funktionieren. Und hier kommt uns das Betriebssystem zur Hilfe. Das Betriebssystem stellt uns Funktionen zur Verfügung, so abstrakte Funktionen, abstraktere Funktionen. Da sagen wir, wir wollen das jetzt drucken. Und das Betriebssystem innen drin weiß, der will jetzt diesen Buchstaben drucken. Also muss ich den Buchstaben, der hier liegt, wo dieser Zeiger dahin guckt, den muss ich an die richtige Adresse schreiben, wo der Drucker angeschlossen ist. Und das Betriebssystem hat innen drin in irgendwelchen Datenstrukturen stehen, der Drucker, der steht bei heute, ist der angeschlossen an diese Adresse. Aber wenn Sie das Kabel nehmen und in eine andere Schnittstelle hinten in Ihrem Computer dran stecken, dann ist es die Aufgabe vom Betriebssystem rauszukriegen, dass an dieser anderen Schnittstelle jetzt der Drucker angeschlossen ist. Das Betriebssystem muss schauen, was ist das für ein Drucker? Fragt also mal den Drucker, gib mir mal Modellnamen und Hersteller. Und dann guckt das Betriebssystem in der Liste nach, wie man den Drucker benutzen muss. Vielleicht muss man die Buchstaben noch irgendwie übersetzen in andere Darstellungsformen, damit die da vernünftig rauskommen können. Und vielleicht liegen die dann bei einer anderen Adresse. Diese Aufgaben des Organisierens, wo ist die ganze Hardware angesteckt, die da drumherum ist? Wie muss die angesprochen werden? Ist das ein Drucker, den ich mit PostScript ansprechen muss? Oder ist das ein Drucker, dem kann ich einfach ASCII-Buchstaben schicken? Oder es gibt ja noch so andere Formen von Drucker-Interface-Sprachen. All das abstrahiert das Betriebssystem für uns. Abstrahieren. Und das ist heutzutage eigentlich die wichtigste Aufgabe vom Abstrahieren. Vom Betriebssystem, das Abstrahieren von Hardware, das Abstrahieren von Softwarekomponenten, um was auf dem Bildschirm anzuzeigen, Input von dem Bildschirm zu bekommen,
was in der Datei schreiben zu können, kommunizieren, also Pakete machen und abschicken übers Internet. Das sind alles Aufgaben, die vom Betriebssystem übernommen werden. Und das Betriebssystem muss sich darum kümmern, dass sie das Kabel an eine der Schnittstellen einstecken können, die da mitgeliefert werden. Oder dass sie die Maus entweder hinten am Computer anstecken können oder am Bildschirm anstecken können oder in der Tastatur anstecken können. Hauptsache die Tastatur ist an den Bildschirm angeschlossen und der Bildschirm ist per USB zum Beispiel an den PC angeschlossen. Sie können ja sich hinstellen und wenn Sie Ihren Laptop nehmen, sich hier hinsetzen, haben eine externe Maus, können Sie links an den Laptop anstecken oder rechts, je nachdem, wo Sie die Schnittstellen haben, welche schon besetzt sind und wie es Ihnen gerade mal gefällt, wie lang das Kabel ist und so weiter. Und natürlich erwarten Sie, dass die Maus funktioniert und natürlich wissen die Programme, der Webbrowser, das Microsoft Word, all diese Programme wissen nicht, wo denn in welchen von diesen USB-Ports an Ihrem Computer Sie die Maus eingesteckt haben. Die Arbeit, das herauszufinden, das macht das Betriebssystem in dem Augenblick, wo Sie die Maus reinstecken. In dem Augenblick, wo Sie die Maus reinstecken, zum Beispiel in den Recheneingang da merkt er einen USB-Controller in Ihrem Laptop, da ist eine Maus jetzt eingesteckt worden auf der Schnittstelle 5. Und dann sagt es zum Betriebssystem, zu einer anderen Komponente da drin, ich habe jetzt ein Gerät entdeckt. Der weiß eigentlich noch nicht mal, dass es eine Maus ist. Ich habe ein Gerät entdeckt. Das ist jetzt auf der Adresse 42. Und dann geht das Betriebssystem und fragt mal, du Gerät auf der Adresse 42, wer bist du eigentlich? Und dann sagt das Gerät, ich bin eine Maus und ich bin eine Maus vom Hersteller X. Und dann schaut das Betriebssystem in der großen Liste, habe ich den richtigen Treiber für die Maus vom Hersteller X? Wenn nein, fragt das Betriebssystem, sie soll man im Internet suchen oder hast du eine CD für mich? Wenn das Betriebssystem die Maus 375-3 vom Hersteller X kennt, schon mal gesehen hat, dann nimmt das Betriebssystem die Information, die es da hat und ab dann kann man die Maus benutzen. Wenn Sie so eine Maus einstecken, bei Windows sehen Sie da immer so kleine, unten rechts zum Beispiel, so kleine Kästchen aufblinken, dass da jetzt ein Human Interface Device festgestellt worden ist und dann dauert es ein bisschen, ein paar Sekunden und dann sagt es, jetzt ist Ihre Maus betriebsbereit. Und das waren so die einzelnen Schritte zum Finden von Hardware. Also Hardware-Abstraktion gehört dazu, zu den Aufgaben vom Betriebssystem und essentielle Software, um einen Haufen Dinge zu erledigen mit dieser Hardware. Also zum Beispiel Anzeige von Buchstaben auf dem Bildschirm. Da könnten Sie natürlich als Programm, um so einen Buchstaben zu zeichnen, wirklich jedes Pixel hier, was zum B gehört, schwarz machen. Das ist uns aber zu viel Arbeit. Deshalb gibt es im Betriebssystem Funktionen, die beziehungsweise in der Software, die da drüber steckt, Sammlung häufig gebrauchter Softwarekomponenten, Funktionen, dass Sie sagen, ich möchte jetzt einen Buchstaben anzeigen, das B, der soll hier an dieser Koordinate auf dem Bildschirm liegen und ich möchte, dass der 24 Punkte groß ist, der Buchstabe, und ich hätte gern den Zeichensatz Helvetica oder Arial oder was auch immer. Diese Arbeit soll dann das Betriebssystem abnehmen. Wir wollen den B in einem bestimmten Font, in einer bestimmten Größe an dieser Position anzeigen. Das gehört zum Thema Abstrahieren, ein bisschen auch zum Koordinieren. Da spreche ich dann hier drüber. Das Betriebssystem beschäftigt sich damit, Ressourcen des Computers nicht nur bereitzustellen zur Benutzung, Abstraktion, sondern auch die gemeinsame Benutzung durch viele Programme
im Computer zu koordinieren. Das Koordinieren kann bedeuten, wenn Sie eine Datei auf die Festplatte schreiben, dann müssen wir dafür sorgen, dass Sie nicht aus Versehen in die Datei von jemand anders reinschreiben können. Jeder macht mal Fehler, Ihr Programm kann auch Fehler machen. Da muss uns das Betriebssystem sagen, nein, da darfst du jetzt nicht hinschreiben, das gehört schon jemand anderem. Wenn wir trotzdem schreiben könnten, würden wir Daten von anderen Leuten kaputt machen. Oder ein anderes Beispiel, das da mal verteilt werden muss, ist der Bildschirm. Wenn Sie Ihren Laptop anschauen mit vielen Fenstern, ich habe ja hier so ein paar Fenster, wenn das Objekt, das zu diesem Fenster gehört, jetzt hole ich mal Farbe. Wenn das hier einen Buchstaben malen will, dann ist das voll okay. Wenn es hier einen Buchstaben malen möchte, kann es das vielleicht machen, aber es soll nicht sichtbar werden. Das gehört nämlich zu einem anderen Fenster. Das hier soll nicht angezeigt werden. Das Einzige, was passieren soll, ist, dieses Buchstaben, der soll hier hinten drunter, unter dem Fenster, können wir uns vielleicht merken, dass der da stehen sollte. Und wenn der Benutzer dieses Fenster hier mal wegräumt, dann soll der Buchstabe, den wir gemalt haben, sichtbar werden. Aber in dem Augenblick, wo wir hier malen, soll der nicht sichtbar werden. Genauso, wenn das Programm beschließt, bei der andere Farbe noch. Wenn das Programm hier von diesem Fenster, das malt hier mal eine Linie. Weil der Punkt hier so weit außen liegt. Der andere Punkt liegt da. Das Betriebssystem sorgt dafür, das Programm weiß ja nicht, wie groß, welcher Teil vom Fenster sichtbar ist, wo der Bildschirm aufhört, all solche Sachen kennt es ja nicht. Sie können ja auch Ihr Fenster nehmen und hier so auf die Kante legen. Das Betriebssystem muss sich darum kümmern, dass dieser Teil des Fensters, dieser Teil der Linie nicht wirklich gezeichnet wird. Das mag zwar konzeptuell als Datenstruktur vorhanden sein, die eigentliche Zeichenoperation muss aber hier an dieser Stelle aufhören. Und das ist wieder sowas, worum sich das Betriebssystem kümmert, und das meine ich mit Zuteilung von Ressourcen. Die Ressourcen sind Pixel auf dem Bildschirm. Das ist etwas, was das Betriebssystem verwaltet. Dateien, Pixel auf dem Bildschirm. Das Betriebssystem passt auch auf, dass nicht zwei Leute gleichzeitig auf dem Drucker drucken. Könnte ja ein hässliches Durcheinander werden. Das Betriebssystem sorgt dafür, dass die Druckjobs, die wir abschicken aus den verschiedenen Programmen, dass die hintereinander abgearbeitet werden. Da gibt es ja dann auch so ein kleines Fenster, Spooler oder sonst wie, oder Druckerwarteschlange heißt das Ding dann. Und da sehen Sie dann die verschiedenen Druckaufträge und da wird einer nach dem anderen in der Reihenfolge Ihres Eintreffens werden da abgearbeitet und der Drucker produziert Papier. Also diese Zuteilung von Ressourcen, die gibt es natürlich auch für die Rechenleistung, für die CPU. Da gibt es verschiedene Programme, die laufen, die wir angestartet haben. Da läuft unser Mail-Client, da läuft der Webbrowser, da läuft eine Textverarbeitung, eine Tabellenkalkulation und. Sie sehen auch, hier unten
zeigt mir das iOS die Programme, die alle noch laufen. Da läuft also das iBooks, in dem ich Ihnen meine Vorlesung präsentiere, da läuft hier dieses Programm, um Einstellungen zu verändern. Der Webbrowser läuft auch noch. Im App Store hätte ich 18 Apps, die ich jetzt mal updaten müsste. Das YouTube ist auch noch im Hintergrund zugange. Oh, und sogar ein Spielchen. Uiuiui. All diese Apps laufen da. Und die brauchen auch immer wieder regelmäßig Rechenleistung. Ein bisschen was. Es könnte ja sein, dass die was Wichtiges noch erledigen müssen. Holen wir uns wieder das hier. Ich kann da in dieser Liste von Apps, die da laufen, eine aussuchen. Und das ist auch wieder was das Betriebssystem koordinieren muss. Wirklich ausgeführt werden bedeutet, dass wir den Prozessor benutzen können, dass der Prozessor sich Instruktionen aus unserem Programm nimmt und die ausführt. Die anderen, die wir da unten gesehen haben, die liegen auch noch im Speicher. Und der Prozessor und das Betriebssystem gibt reihum jedem von denen zwischendurch, wenn ich hier nichts mache, mal ein bisschen Zeit, was zu machen im Hintergrund. Kommt das Betriebssystem an, wie viel und wie häufig und mit welchen Randbedingungen. Aber diese Ressourcenzuteilung für die CPU, das nennt man auch Scheduling, die sorgt dafür, dass wir auch Programme in Anführungszeichen gleichzeitig ausführen können. Darüber müssen wir auch ein bisschen sprechen. Also Ressourcenzuteilung, all diese Sachen, die wir hier haben, die müssen den einzelnen Programmen übergeben werden, sodass sie die anderen nicht stören und natürlich auch wieder zurückgeholt werden. Betriebssystem wird, so im Sprachgebrauch manchmal damit verwechselt, dass ich Programme anstarten kann und hin und her springen kann zwischen Programmen. Ja. Manche Leute meinen, dass diese Oberfläche, bei der ich jetzt ein Programm auswählen kann, sowas da. Jetzt habe ich noch einen Prozess mehr am Laufen, dass so etwas, was passiert jetzt hier? Übrigens im Hintergrund ist immer noch das iBooks aktiv, das Betriebssystem hat ihm bloß den Bildschirm weggenommen. So. Das sieht ja auch ein bisschen komisch aus. Und ist nicht mal hier. So. Also dieser Kommandointerpreter, dass ich da auf solche Icons drücken kann oder auch auswählen kann zwischen laufenden Prozessen, das wird gerne mal verwechselt oder das Interface, was mir hilft, im normalen Laptop, in Windows oder der macOS Dateien zu finden, das wird gerne mal verwechselt mit dem Betriebssystem, das ist es aber nicht wirklich. Die wichtigen Komponenten von dem Betriebssystem, die allerwichtigste, ist dieses Abstrahieren. Dann kommt's Koordinieren. Dateisystem ist auch sowas, was wir natürlich ständig brauchen, um diese Dokumentenabstraktion zu managen, um einen Brief, eine Datenbank, ein Programm, eine Tabellenkalkulation als eine Einheit zu bewegen oder meine Vorlesung, die PDF-Datei als eine Einheit zu bewegen. Das gehört auch zum Betriebssystem. Für den Benutzer ist es diese Einheit Datei, die wir verwenden, irgendwo ablegen, in ein anderes Verzeichnis legen. Verzeichnisse gehören auch in diese Ecke Dateisystem. Oh,
Oi, jetzt hat es mal einen Stopp gegeben. Pling, da muss ich doch gleich mal fragen, ob jemand eine Frage hat. Okay, ich hole vielleicht nochmal aus zum Thema Dateisystem. Wenn es keine Frage hat, dann mache ich es einfach mal so. Wenn wir vor dem Computer sitzen und unsere Dokumente managen, das ist ja das, was wir, die Objekte, die wir bearbeiten wollen, eine Datei, dann gehört zu der Datei erstens der Inhalt, den wir erstellen, zweitens der Platz auf der Festplatte, in dem die Datei gelagert ist, in dem diese Buchstaben also wirklich in einzelnen Bytes permanent gespeichert stehen. Der Platz, das ist, da werden wir noch drüber sprechen, das sind Sektoren und solche Sachen. Und dann brauchen wir noch eine Art, wie wir zu der Datei hingelangen können. Wenn wir nur 10 Dateien haben, ist das kein Problem. Aber wenn wir ein paar hundert haben oder ein paar tausend, dann ist das durchaus ein Problem. Dann müssen wir zu den Dateien, zu diesem Platz hinfinden. Und wir müssen es wiederfinden. Und auch das, die Verzeichnisstruktur, da werden wir noch ein bisschen drüber sprechen, gehört zu einer Datei dazu. Über dieses Kapitel Dateisystem, da habe ich dann hier ein paar Folien. Ich habe ein paar Folien zum Thema Ressourcenzuteilung, insbesondere CPU, wobei natürlich das Dateisystem auch Ressourcenzuteilung ist, den Plattenplatz, die Sektoren, die es da gibt, zuzuordnen. Da müssen wir noch ein bisschen drüber sprechen. Um iOS zu programmieren, müssen wir aber dann insbesondere über Abstraktionen sprechen. Abstraktionen von User Interface, Bedienungselementen und so weiter. Als erstes packen wir dieses Unterkapitel Verteilung der Ressourcen an. Es gibt in unserem Rechner, wenn man es kauft, ist es ja irgendwie ganz wichtig für viele Menschen, die so einen Rechner kaufen, wie viel Prozessorkerne hat denn mein Computer? Und 4 fühlt sich natürlich unmittelbar besser an als 2 oder einer sogar. Und wenn man einen Computer mit 16 Prozessoren kaufen könnte, dann muss der auch irgendwie noch besser sein. Aber natürlich muss das Betriebssystem, die Arbeit, die wir da erledigt haben wollen, auf all diese Prozessoren verteilen. Das bedeutet eigentlich 2 Dinge. Erstens dieses Verteilen. Erstens, wir müssen gucken, dass die Programme, die wir haben, wenn Prozessoren frei sind, möglichst schnell auf diesen Prozessoren zur Ausführung gebracht werden. Und auf der anderen Seite, wenn es mehr Programme gibt, als Programme in Anführungszeichen, die Abstraktion besprechen wir gleich, mehr Arbeitskomponenten gibt als Prozessoren, dann müssen wir darauf aufpassen, dass jeder mal drankommt. Im richtigen Einsatz von so einem Computer gibt es in der Regel mehr solche Arbeitskomponenten, als es Prozessoren hat. Zumindest bei den Computern, die wir heutzutage benutzen. Da gibt es also wartende Arbeitskomponenten, wartende Prozesse. Und manchmal passiert auch was Überraschendes, was ganz schnell erledigt werden muss. Und dafür gibt es sowas wie Unterbrechungen. Also ein Prozessor, da laufen die sogenannten Prozesse drauf. Was das ist, werden wir gleich besprechen. Da gibt es Unterbrechungen, da muss verteilt werden, da muss mal jemand anders drankommen und so weiter. Arbeitsspeicher, also Speicher generell, RAM bzw. Festplatte/SSD muss verteilt werden.
Da muss dafür gesorgt werden, dass das vernünftig benutzt werden kann, dass jeder das kriegt, was er braucht. Und wenn einer zu viel verbraucht, dann muss er auch in die Schranken gewiesen werden. Eigentlich geht es um Verwaltung des Mangels. Die Fläche auf dem Bildschirm, die Punkte, die wir da haben, auf unserem Laptop-Bildschirm, die sind endlich, das sind gar nicht so viele. Viele Programme möchten was anzeigen. Dazu brauchen wir dann das Fensterkonzept. Und es hat auch mal Computer gegeben, Betriebssysteme gegeben, ohne so ein Fensterkonzept. Da konnte man eben nicht gleichzeitig mehrere Prozesse was anzeigen lassen. Da gab es nur einen, der was anzeigen konnte, und die anderen kamen da irgendwann später mal dran. Dann wurde der Bildschirm hintereinander benutzt. Heutzutage haben Sie hier Ihren Messenger und da Ihre Mail und obendrauf den Webbrowser. Hinten dran vielleicht noch ein Kalender. Also das Fensterkonzept, das Konzept der überlappenden Fenster ist wichtig, damit der Mangel an Pixeln auf dem Bildschirm erträglich wird. Damit wir die so übereinander legen können. Genauso die Maus und die Tastatur. Wir haben nur eine Tastatur, eine Maus. Wir müssen dafür sorgen, dass Eingabe von der Maus oder von der Tastatur an den richtigen Prozess kommt. Vorhin hat man das mit diesem Chain of Command kurz besprochen. Beim Audio, bei den Lautsprechern, da haben wir auch sowas. Es hat natürlich wenig Sinn, mehrere Musikstücke gleichzeitig auszugeben oder ihren Audio-Chat gleichzeitig abzuspielen mit der Musik, die sie da am Laufen haben. Das heißt, es braucht irgend so einen Mechanismus, damit Sie als Benutzer steuern können, wer denn jetzt den Lautsprecher bekommt. Und hier als letztes wieder die Verwaltung der Prozessorzeit, über die wir aber dann auch noch sprechen möchten. Und das möchte ich machen, indem ich als erstes mal über Prozesse spreche. Ein Prozessorkern, wir haben vielleicht vier, wir haben vielleicht nur einen, wir haben zwei oder so. Und jeder von diesen Prozessorkernen, der kann Maschineninstruktionen, das gibt es auch noch in einem späteren Kapitel der Vorlesung, so in ein paar Wochen, Maschineninstruktionen sequenziell ausführen. Das heißt, eine hinter der anderen. Der Compiler macht aus unseren Programmen Maschineninstruktionen und ein Prozessor greift sich immer eine Instruktion, so eine, und führt die aus, dann kommt die nächste dran, dann kommt die hier dran, dann wird vielleicht mal irgendwo hingesprungen, hier hin. Dann machen wir die hier, die hier, die hier, die hier und dann springen wir wieder nach vorne, machen die da, die da, die da. Also die Instruktionen, die da im Speicher liegen, die werden von so einem Prozessor eine nach der anderen ausgeführt. Ein Befehl nach dem anderen. Und ein Programm, das wir geschrieben haben, das reduzieren wir jetzt als allererstes mal auf einen Prozess. Und Prozess ist etwas, was ausgeführt werden kann. Prozess ist ein Betriebssystemkonzept und das Betriebssystem weiß, zu so einem Prozess, da gehören diese und diese und diese und diese und diese Ressourcen und insbesondere auch ein Stück Speicher, in dem mein Programm steht. Und das kann er zur Ausführung bringen. Wir können auch mehrere, heutzutage, ganz am Anfang, da gab es nur einen Prozess im Computer. Heutzutage gibt es da viele, die nebeneinander liegen. Da haben wir hier den gelben, hier den grauen, hier den grünen und hier den blauen. Und jetzt kann das Betriebssystem beschließen, der Prozessor, also die Hardware, die CPU, der Kern, der soll jetzt mal den grauen bearbeiten. Und dann wird der graue hier, wird jetzt diese Instruktion machen, dann die, dann die, dann die, Entschuldigung, die hier, die hier, die hier, die hier, die hier. Und wenn er hier bei der vorbeikommt, dann wird er mal hier hinspringen und so weiter. Aber auch wieder, nachdem wir den Prozess zugeordnet haben zur Ausführung an einen von unseren Kernen, von unseren Prozessoren, dann wird jetzt hier erstmal der graue bearbeitet. Die anderen liegen im Speicher, so wie bei meinem iPad hier, aber die meisten machen gar nichts.
kommen vielleicht alle paar Minuten mal dran. Und das hier sind Benutzerprozesse hier. Und jetzt gibt es, um das zu koordinieren, damit auch mal ein anderer rechnen darf, rechnen kann, brauchen wir einen besonderen Steuerprozess. Das ist jetzt mal der hier, der lilane. Der läuft gar nicht viel. Was der lilane macht ist, er gibt als allererstes mal, er überlegt sich, welcher von den Prozessen, die hier im Speicher liegen, welcher von diesen Prozessen sollte mal was rechnen. Und dann gibt er das Ausführungsrecht dem hier, indem das Betriebssystem wirklich hierhin springt. Das weiß der Prozess hier, der blaue, wenn der rechnen soll, dann muss ich hier an diese Adresse springen. Und dann wird ausgeführt, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Und irgendwann denkt sich der blaue Prozess, das ist so programmiert, denkt sich der blaue Prozess, das war es jetzt auch, meine Aufgaben für diesen Augenblick sind alle erledigt. Und dann springt er zurück ins Betriebssystem. Das Betriebssystem, der Scheduler hier, dieser Steuerprozess, denkt nach, wer soll denn jetzt ausgeführt werden? Der Grüne war schon länger mal nicht mehr dran. Also springe ich den an. Dann wird der ausgeführt, kommt zurück, dann denkt der Steuerprozess wieder nach und denkt sich, jetzt bringen wir den Grauen zur Ausführung. Nachdem der gemacht worden ist und wieder zurückgekehrt ist hierhin, überlegt sich der Scheduler, wer ist als jetzt dran? Nehmen wir doch mal wieder den hier. Und so geht das reihum. Weil das Betriebssystem, weil die Prozessoren viele Millionen, Milliarden Instruktionen pro Sekunde ausführen können, diese Prozessoren, stehen so viele mögliche Instruktionen zur Verfügung, dass uns Menschen, wenn wir da außen stehen, wir können ja, sagen wir mal, eine Zehntelsekunde, eine Fünfzigstelsekunde noch auflösen, aber nicht eine Milliarde Ereignisse pro Sekunde, dass diese drei Prozesse hier, der blaue, der grüne und der graue und auch der lilane, die kommen uns Menschen vor, als ob die gleichzeitig ablaufen. Weil der Computer so schnell zwischen ihnen wechseln kann. Und tatsächlich finden solche Wechsel auch 50 oder 100 Mal pro Sekunde statt. In der Maschine drin. Wir merken es gar nicht. Sie sehen für uns aus, als ob sie gleichzeitig ablaufen würden. Aber natürlich braucht der Lilane hier oben irgendwelche Kriterien, wer jetzt als nächster ausgeführt werden soll. Eines der Kriterien ist, wenn ich hier diese Taste drücke und mir einen von den Programmen, die da laufen, aussuche, dann sage ich dem Scheduler, wer gerechnet werden soll. Zwischendurch nimmt der Scheduler übrigens auch die anderen noch immer mal wieder dran. Aber er gibt ihnen nicht den Bildschirm. Wir merken es also gar nicht. Was wir merken ist, wenn es mal wieder eine Message gibt von der MyTU da oben, da kriegen wir so eine kleine Einblendung. Das bedeutet auch, dass die MyTU-App im Hintergrund mal ausgeführt worden ist und jetzt was anzeigt. Dieser besondere Steuerprozess, den wir da eben gesehen haben, der lilane, der gibt also befristet das Ausführungsrecht ab an die Benutzerprozesse, an die, die wir anstarten. Selbstverständlich sollte er das irgendwie gerecht machen. Über das Gerecht hat es natürlich irgendwie eine besondere Metrik, wie wir sowas wie Gerechtigkeit messen. Da gehört zum Beispiel dazu, dass Prozesse, die schon lange nicht mehr gelaufen sind, jetzt auch mal wieder drankommen müssen. Dazu muss aber auch, zu einer Gerechtigkeit muss aber auch dazu gehören, dass wir als Benutzer das als vernünftig und richtig empfinden, die Verteilung.
Dieser Steuerprozess, der kennt alle anderen Prozesse, die da laufen. Und wenn ich hier mir einen weiteren Prozess aussuche, den da, dann kommt einer dazu. Jetzt kennt der Scheduler den auch. Der kennt die alle Prozesse, die da laufen sollen, und er kann Rechenleistung an die verteilen, die Prozessoren diesen Prozessen zuordnen. So ein Benutzerprozess, wenn er das Ausführungsrecht hat, dann kann er das entweder freiwillig wieder abgeben, wenn er nichts mehr zu tun hat, und das ist übrigens auch der Regelfall. Wenn so ein Benutzerprozess auf eine Eingabe wartet, dann kann er dem Scheduler das Ausführungsrecht zurückgeben und sagen, so, ich muss jetzt nicht rechnen. Und der Scheduler kann es jemandem anders geben, das Ausführungsrecht. Moderne Scheduler von Mobiltelefonen und sowas hier wie dem iPad oder auch von einem Notebook wird sich übrigens überlegen, meine Prozesse kommen die ganze Zeit zu mir zurückgesprungen, ist wohl nicht viel los, wir können auch die Geschwindigkeit des Prozessors reduzieren, um Strom zu sparen. Dann werden weniger Instruktionen pro Sekunde ausgeführt, wir brauchen aber auch nicht so viel Batterie, und der Scheduler verteilt dann diese wenigeren Instruktionen an die Prozesse. Wenn der Scheduler merkt, die kehren nicht mehr freiwillig zurück, die Prozesse, dann muss er vielleicht die Taktrate der Maschine wieder erhöhen, mehr Batterie verbrauchen, aber dann kriegen alle ihre Sachen gerechnet, die da Sachen gerechnet haben müssen. Also die freiwillige Rückkehr, dadurch, dass ein Prozess wieder in den Scheduler zurückspringt, die gibt es. Und dann gibt es noch die erzwungene Rückkehr. Nachdem, wenn der Scheduler einem Prozess das Ausführungsrecht gibt, also in den reinspringt, so wie ich das hier eben gezeichnet habe, und der springt nicht zurück, sondern rechnet und rechnet und rechnet, weil er viel zu tun hat oder vielleicht auch, weil er abgestürzt ist und schleift. Dann wird der Scheduler, der auch immer mal wieder drankommt, wird beobachten, dass dieser eine Prozess die ganze Zeit rechnet und die Rechenleistung nicht abgeben will, und dann unterbricht er den auch schon mal nach Fristablauf. Also wenn der Prozessor wird diesem Prozess X zugeteilt für 100 Millisekunden, und wenn er innerhalb dieser 100 Millisekunden nicht freiwillig zurückgekehrt ist, dann wird ihn nach Ablauf von 100 Millisekunden der Scheduler unterbrechen und mal jemand anders rechnen lassen. Zu so einem Prozess, da gehören Eigenschaften wie die Wichtigkeit eines Prozesses, so Prioritäten oder sowas, und manche Prozesse sind wichtiger, nicht unbedingt die Benutzerprozesse, aber es gibt schon so ein paar Prozesse, die da laufen, die Sie gar nicht sehen, die ganz wichtig sind, damit der Rechner dauerhaft zuverlässig funktioniert, und die kommen auch häufiger dran. Eine weitere Prozesseigenschaft ist, wie viele Ressourcen benutzt werden, welche Ressourcen benutzt werden, also ob die Festplatte benutzt, das Dateisystem, ob der Drucker benutzt und so weiter. Wie viel Zeit er schon verbraucht hat, bei PC ist vielleicht nicht so wichtig, aber das ist wichtig bei Rechenzentren, die wollen ja abrechnen, welcher Benutzer wie viel Zeit auf ihrem Supercomputer verbraucht hat. Und wenn der sein Zeitkontingent, für das er vielleicht bezahlt hat oder zugeordnet bekommen hat, von 2 Stunden Rechenzeit auf diesem Supercomputer, wenn er das verbraucht hat, dann wird er nicht mehr weitergerechnet, sondern muss er erst nochmal einen neuen Antrag schreiben oder Geld bezahlen.
Bei Amazon kann man ja auch Rechenzeit mieten, ja? Dann zahlen Sie 20 Dollar oder sowas Ähnliches für ein paar Minuten oder ich weiß nicht genau, wie viel das ist, auf deren Supercomputer, der da irgendwo im Internet steht. Und die verbrauchte Zeit, die wird abgerechnet bei Amazon. Da können Sie vorher sagen, wie viel Sie haben wollen. Es geben sich ein Budget von 50 Dollar oder so ähnlich. Und dann wird halt so lange gerechnet, bis die 50 Dollar aufgebraucht sind. Dann wird nicht mehr weiter gerechnet. Also verbrauchte Zeit gehört auch zu den Prozesseigenschaften und wie viel Speicher zugeordnet ist, welcher Speicher zugeordnet ist und so weiter. Falls der Hauptspeicher zu klein ist, dann muss das Prozessbild, ein exaktes Prozessabbild aus dem Speicher entfernt werden, auf die Festplatte bzw. auf die SSD gelegt werden, wird da eingelagert, bis ich es wieder aussuche. Und dann holt man es wieder zurück in den Arbeitsspeicher. Ich glaube, diese Dinger hier, die haben irgendwie so einen Arbeitsspeicher von 256 Megabyte. Und wenn ich viele, viele, viele Prozesse am Laufen habe, dann reicht das nicht. Und dann wird einer genommen, in den Hintergrundspeicher geschrieben. Und erst wenn ich den dann wieder auswähle, kommt aus dem Hintergrundspeicher zurück ins RAM, in den Hauptspeicher. Da muss halt jemand anders weichen. Dieses Einlagern, Auslagern, das kostet übrigens Zeit. Und deshalb kann es was bringen, wenn Sie in Ihren Computer mehr Arbeitsspeicher reinstecken. Mehr RAM reinstecken. Also wenn Sie nur ein Gigabyte haben und der Computer kommt Ihnen langsam vor, dann kommt das daher, weil Sie so viele Prozesse am Laufen haben und die ganze Zeit rausgeschrieben werden müssen, andere Prozesse geholt werden, ins RAM gelegt werden, ausgeführt werden und dieses Hin- und Herflattern, Auslagern und wieder reinholen, das kostet Zeit. Und wenn Sie dann 4 Gigabyte reinstecken statt einem, dann wird vielleicht nicht mehr so viel ausgelagert und dann kommt Ihnen die Maschine schneller vor. Naja, die Arbeit wird auch tatsächlich schneller erledigt. Also zu wenig RAM führt genau zu sowas. Das war jetzt mal wieder so ein kleiner Ausflug von der Theorie des Betriebssystems oder von, sagen wir mal, abstrakten Betrachtung des Betriebssystems hin zu was ganz Praktischem. Ich habe also gesagt, ein Prozess hat Attribute. Das habe ich gerade eben gesagt. Ein Prozess hat aber insbesondere auch Instruktionen. Instruktionen ist das, was das Wichtigste am Prozess. Object Code. Und ein Prozess hat ein bisschen Speicher zugeordnet bekommen. Oder vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn er größer ist. Insgesamt ist ein Prozess eine selbstständige Code-Einheit. Da steckt alles dazu, was man braucht, um den Prozess auszuführen. Und wenn wir hier hingucken, dann sehen wir ein paar von den Prozessen, die da laufen in unserer Maschine. Laufen im Sinne von lauffähig sind, ablauffähig sind. Diese Liste, die Sie da unten gesehen haben, das ist eine Warteschlange. Eine Liste von Prozessen. All diese Prozesse, die wir gesehen haben, sind im Zustand bereit. Sie könnten jetzt gerechnet werden. Und der Scheduler sucht sich einen, wenn Sie einen Kern haben, und zwei, wenn Sie zwei Prozessorkerne haben, und vier, wenn Sie vier Prozessorkerne haben. Sucht sich n von denen, die da bereit sind, und versetzt sie in den Zustand, werden ausgeführt. Einfacher für uns zu denken ist jetzt, wir haben nur einen Prozessorkern und dieser eine Prozessorkern führt einen Prozess, den ausgewählten Prozess aus. Dann ist er in diesem Zustand, läuft und macht was. Wenn er nichts mehr zu tun hat, wenn ihm nichts mehr einfällt, was er erledigen soll, wenn all die Instruktionen, die jetzt nötig sind, ausgeführt worden sind, dann
springt er hier zurück in den Bereitzustand oder wenn seine Zeit verbraucht ist. Wenn also der Scheduler der Meinung ist, jetzt hat er lang genug gerechnet, jetzt ist mal ein anderer dran, dann nimmt er dem das Rechenrecht weg und dann steckt er wieder im Bereitzustand. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, wenn dieser Prozess drucken will. Der legt also all die, die Buchstaben, die gedruckt werden sollen, in einen speziellen Puffer und sagt, jetzt bitte drucken. Und bis das Drucken erledigt ist, muss ich nichts mehr machen. Da warte ich. Dann kommt er in so einen Zustand blockiert. Dann gibt er auch das Ausführungsrecht ab und eine Ausgabe beginnt, er ist in diesem Zustand blockiert und wenn die eine Ausgabe fertig ist, dann ist er wieder im Zustand bereit. Das ist Ihnen mit dem einfachen Programm, die Sie geschrieben haben, auch schon begegnet. In dem Augenblick, wo Ihr Programm ScanF sagt, ScanF aufruft, kommt er aus diesem Läufzustand in einen Blockierzustand. Und erst in dem Augenblick, wo Sie auf die Taste gedrückt haben, oder mehrere, wird Ihr Prozess, weil die eine Ausgabe fertig ist, das Einlesen von der Tastatur, wieder ausführungsbereit und wird dann auch kurz danach wieder zur Ausführung gebracht vom Scheduler. Also die Liste hier der Prozesse im Bereitzustand, das sind die, die mit ihrer Ausgabe fertig ist und die wieder gerechnet werden wollen. Das sind die, die gerade nichts zu tun haben. Aber wenn es Rechenzeit gibt, dann würden sie gerne nochmal gucken, ob sie was erledigen können. Und pro Prozessor gibt es einen, pro Kern gibt es einen, der in diesem Läufzustand ist. Und sobald ein Prozess aus diesem Läufzustand in den Blockierzustand, in den Bereitzustand kommt, kann der Scheduler jemand anders auswählen und zur Ausführung bringen. Und das führt uns zum Multitasking. Der Begriff heißt Zeitmultiplex. Auf der Zeitachse werden verschiedene Prozesse zum Laufen gebracht. Jetzt läuft mal der gelbe, dann ist der blaue dran, dann ist der grüne dran, dann ist wieder der gelbe dran, der grüne hier. Jetzt ist der gelbe ganz kurz dran, weil jetzt der blaue kommt und ganz wichtig was hat. Ganz wichtig was erledigen muss. Und dann kommt dieser lilane hier und dann kommt wieder der blaue und der grüne und der gelbe. Wann wer dran kommt, das entscheidet der Scheduler. Der kriegt Anreize von Ihnen als Benutzer, zum Beispiel von mir hier, wenn ich mir hier irgendeinen von diesen Prozessen aussuche, von den Programmen. Ja. Oder wenn irgendwas passiert, wenn eine Message vom ICQ oder wie auch immer Sie chatten, im Hintergrund ankommt, dann wird das ausgewertet, formatiert für die Ausgabe und im Augenblick, wo die Ausgabe fertig ist, kommt es nach vorne. Aber das Ankommen des Paketes für Ihren Chatdienst, das bedeutet, dass natürlich der Chatdienst kurzzeitig gerechnet wird. Der weiß also jetzt, dass er was anzuzeigen hätte, aber dann kommt noch das blaue Programm und das lilane Programm und nochmal das blaue und nochmal das grüne, bis endlich der Chatdienst wirklich drankommt und Sie antworten. Aber weil das hier alles in so einem kurzen Zeitrahmen abläuft, das hier ist ein Bruchteil von einer Sekunde, vielleicht eine Zehntelsekunde oder sowas, bis wir das sehen, kommt es uns Menschen vor, als ob die alle gleichzeitig laufen. Ja, es ist die Zeit alle. Sie sind jetzt im Sinne des Zeitmultiplexes, müssen sich auf den Weg machen,
zur nächsten Vorlesung. Wir machen heute Nachmittag, also hier, ich der Gelbe hier, heute Nachmittag um 16 Uhr wieder weiter mit Grundlagen der Informatik. Ich wünsche noch ein angenehmes Mittagessen. Thank you.